So, Reformkirche, genau. Die haben nicht genug Nahrung, das ist schlecht. So, jetzt haben sie, ja, weil sie auf Eisen gewechselt haben, ne? Genau, die sind auf Eisen gewechselt. Das heißt, die bräuchten bald mal Unterstützung, was Nahrung angeht. Minus 4, sie haben 0 Produktion, aber 0 ist ja noch okay. 0 ist noch okay, das heißt, sie verlieren wenigstens nichts. Gut, dann müssten wir den Reis hier unten mal anschließen. Können wir denn das mal machen? 75 kostet uns das. Das wäre besser als hier, ne? Im Moment sind sie, glaube ich, hier am Produzieren, ja. Dann holen wir uns mal den Reis. Gibt es sonst noch was Besseres? 2 Runden oder 12? 12 Runden. Der Reis wäre schon gut, ne? Den können wir nämlich dann auch anschließen mit einem... Ja, dann machen wir das so. Holt er sich auch und dann hat er nämlich auch genug Nahrung. Er hat immer noch 0 leider. Weil er 4 verbraucht. Okay, aber immerhin eine schwarze 0, soweit ich das richtig interpretiere. Und wir können hier einen Handwerker bauen, der dann den Reis und das Eisen uns holt. So, die wurden, glaube ich, beschossen, so wie das ausschaut. Der heilt sich. Der heilt sich bitte auch. Der kann mal hier nach vorne. Und der kann auch mal hier nach vorne. Und der, so. Ah, warte mal, der hat noch eine Ladung. Was wäre denn jetzt hier sinnvoll? Eigentlich könnten wir doch hier unten den Reis. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Oder das Eisen. Oder das Eisen. Hm. Das Eisen wäre natürlich auch super, wenn wir das anschließen. Aber ich glaube, Reis ist jetzt erstmal wichtiger, damit die Stadt weiter wächst. So, das Katapult kommt. Und du guckst mal. Aha, unsere Gegner stehen hier immer noch. Interessant. Jetzt habe ich vergessen zu schauen, wie lang, aber es müssten noch so um die 20 Runden sein oder so. Sie möchten Frieden schließen, das lehnen wir aber ab. Unser Krieger wurde angegriffen. Und wir schnappen uns den... Handwerker, der hat noch 3 Ladungen. Wow, sehr cool. Und versuchen dann ihn irgendwie vielleicht zusammen mit unserem Speer hier hinten rum zu sneaken, sodass er dann hier ankommt und dann kann er hier ein bisschen was. Wir haben Barbaren, dort sind Barbaren, okay. Wir haben genug für einen Missionar. Und wir brauchen Wohnraum in Miki. Ja, den Missionar werden wir uns nicht holen, weil wir wir wollen Gurdwada bauen und ich glaube, das kostet, wie viel? Warte mal, ich sehe es nicht richtig. 380. 380, genau. Da wollen wir sparen auf die Gurdwada, weil die bringt nämlich dann auch Wohnraum und Miki braucht ja Wohnraum. So, hier haben wir jetzt dieses Ding gebaut. 13 Runden für die nächste, weil wir auch das Bauwesen noch nicht haben. Ja. Tja, sollten wir hier noch Einheiten bauen, eigentlich? 141 zu 150. Wir sind jetzt schon stärker wie er. Und er ist im Krieg mit Kyros. Also eigentlich brauchen wir keine Einheiten mehr. Das heißt, wir können uns jetzt hier tatsächlich ein Monument leisten. Oder eine Wassermühle. Ich baue erstmal eine Wassermühle. So, wir gehen zusammen. Und müssen dann auf die nächste Runde warten. Was ist das hier? Ein großer Prophet? Ja, tatsächlich. Die werden gleich eine Religion gründen. Die Freunde hier. Der ist hier raus mit seinem Pferd und hat ihn angegriffen. Das war fies, aber stört uns nicht weiter. Weil wir jetzt hier dafür ankommen. Und der könnte dann auch einen Schritt nach vorne machen. Genau. So, der Wagen. Der wird hier hinten rumgehen. Können wir hier tauschen? Ja, sehr gut. Okay. Ihr könnt hier auch nochmal angreifen. Das... Wenn die Garnisonsgröße schrumpft, ne, die Garnisonsbefestigung, dann schrumpft auch die Kraft, mit der er unsere Einheiten beschießt. So, mit dem hier werden wir hier rüberkommen und das Eisen plündern. Dann hat er nämlich auch kein Eisen mehr und alle Einheiten, die Eisen brauchen, sind geschwächt, wenn das immer noch so stimmt. Es ändert sich ja immer ab und zu mal was in Civ, aber falls das noch so stimmt, dann ist es so. So, hier wurden wir beschossen. Ja, das haben wir erwartet. Und die Währung kommt. Sehr schön.
Dann werden wir jetzt, weil wir ja einen Hafen bauen müssen, um das Mausoleum zu bauen, erstmal Segeln erforschen. So, und wir gehen jetzt hier oben rum und versuchen uns an Maskat und Lagash vorbei zu sneaken. So, der könnte einfach mal hier hingehen, um sich anzubieten als... sehr gute Beförderung, aber ich befürchte, dass er in der nächsten Runde stirbt. Oder können wir den angreifen? Wir könnten ihn angreifen, das bringt uns aber nicht viel. Wir könnten hier drüben den Campus plündern. Ich glaube, das würde uns Forschung bringen, oder? Dafür stehen wir aber ein bisschen blöd da, aber das machen wir trotzdem. Und er wird sich erstmal erholen. Sehr gut. Okay, und jetzt versuchen wir in der nächsten Runde das Eisen hier uns zu schnappen. Das Katapult kommt, hier kommt der nächste Streitwagen. Sehr gut, es läuft. Es läuft und wir werden jetzt hier vom Streitwagen, glaube ich, wegwechseln. Den werden wir jetzt doch nicht bauen. Und zwar werden wir stattdessen zum Campus wechseln. Wir müssen jetzt dringend Forschung aufholen. Und ihr seht es, es ist tatsächlich ein Trauerspiel. Das ist der einzige Campus, den wir hier bauen können mit plus 1. Es ist wirklich nicht so besonders gut, aber trotzdem bauen wir hier den Campus. Der Campus wird ein bisschen besser, wenn hier das Regierungsgebäude steht und wenn hier dann die anderen beiden stehen, weil die buffen sich ja gegenseitig, die unterstützen sich gegenseitig. Das wird super. Okay. Gut. Ja, und wir brauchen definitiv auch noch einen Händler. Wir können noch einen Händler, genau, wir können noch einen Händler. Wir hatten Pferde und Eisen, die wir eventuell verkaufen können. Schauen wir mal, ob wir da Geld bekommen von Kyrios. Wir könnten auch theoretisch den Tee oder sowas weg... Ne, das hat er alles selber. Das wird er nicht haben wollen. Aber vielleicht Pferde. Vielleicht... Warte mal, 20. Geht das auch besser? Geht das auch schneller? Ja. So. Wie viel haben wir? 50. Wir können die kompletten Pferde eigentlich weghandeln. Wir brauchen keine Pferde im Moment. 50 Pferde, wie viel gebt ihr? Geschenk übergeben? Ne, wir wollen schon Gold. Ne, gibt er nicht. Er möchte offensichtlich keine Pferde. Ein bisschen Gold würde uns... Doch, tatsächlich, er würde uns Gold geben. Ne, aber er würde uns 229 Gold geben. Vielleicht auch für weniger Pferde. Schauen wir mal, was das bei 30 Pferden ist. Bei 30 Pferden wird das auch machen und vielleicht bei 10 Pferden? Da nicht. Wie schaut es denn mit 15 Pferden aus? Wie schaut es mit 18 Pferden aus? 20. 22, 23, 24, ja, 24 wird gehen. 24, okay. Ja, hört sich gut an. Wir brauchen die Pferde nicht unbedingt. Aber wir brauchen das Gold. Weil wir müssen uns einen Händler kaufen. Und zwar, wo würde es denn Sinn machen? Hier entsteht im Moment jetzt wenigstens mal eine heilige Stätte. Die hat aber noch keinen Tempel. Den wird er aber demnächst bauen, denke ich mal. Und wie war das denn nochmal? Wo hatten wir uns das freigeschaltet? Ich weiß gar nicht mehr. Dass die heiligen Stätten... Ich glaube, das war unsere Religion, ne? Genau, hier. Internationale Handelsgebiet plus 2 Gold und Städte mit heiligen... Achso, nur internationale, nicht interne. Okay, und Städte mit heiligen Städten sowie zusätzlich plus 2 Gold für jedes Gebäude. Ja, genau. Plus 2 Gold für Städte mit heiligen Städten. Das heißt, Jerusalem müsste uns dann, da sie eine heilige Stätte haben, ja plus 2 Gold geben. Also lasst uns hier mal einen Händler kaufen. Oder noch besser, wir kaufen uns hier einen Händler, weil dann wird nämlich auch dieses Gebiet erweitert. Das ist noch viel schlauer, glaube ich. Wunderbar. Ja, hier wäre auch noch schlau gewesen, aber ich glaube, weiß nicht, ob wir da bis nach Jerusalem kommen. Aber von hier ist es, glaube ich, am besten, weil dann kriegen wir zwei Gebiete dazu und wir bekommen hier noch eine Straße. Ja, so machen wir das. Sehr gut. Wenn wir diesen Campus haben, werden wir das Regierungsgebiet, glaube ich, hier bauen. Können wir dann schon ein drittes bauen? Warte mal, bei 7 Bevölkerung... Doch, wir müssten ein drittes bauen können. Dann werden wir den Regierungsplatz bauen. Und dann werden wir uns das Ding bauen, dass wir, wenn wir noch weitere Städte bauen, einen Handwerker dazu bekommen.
dieses Gebäude werden wir bauen. Dann werden wir die drei Städte hier gründen. Zuallererst die hier vorne, damit die schon mal weg ist. Für Kyrios, ja. Wenn er nämlich die Stadt hier erobert hat, dann ist er wahrscheinlich sauer, wenn wir in seiner Nähe gründen. So wird er nicht sauer sein, weil das ja noch nicht sein Gebiet ist. Genau, das finde ich gut. Und wenn wir dann das haben, dann können wir... Jetzt hatte ich noch was irgendwie im Blick. Jetzt hatte ich noch gerade eine Idee, was wir hier bauen können. Naja, wird uns dann schon einfallen. Das ist ja alles noch sehr weit in der Zukunft. Gut, ja, sehr schön. Da bauen wir eine Wassermühle. Da bauen wir auch eine Wassermühle. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus, Leute. Ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Ja, wir sind keine Bedrohung für euch. Keine Angst. So, hier wurden wir jetzt leider angegriffen von diesem Wagen. Das ist schlecht. 17 Runden und hier haben wir noch die Speerkämpfer. Die möchten gerne ihre Handwerker zurück. Wir versuchen, so gut wie möglich hier wegzukommen. Sehr gut, der kann sich eine Beförderung holen, Kontrollzone ausüben oder plus 10 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Stadtangriffe. Bei Verteidigung gegen Stadtangriffe. Plus einen zusätzlichen Angriff pro Runde, wenn sich die Einheit nicht bewegt hat. Das ist natürlich schon super. Ja, ich glaube, dann nehmen wir dann Unterdrückung oder nehmen wir Stellung? Ich glaube, wir nehmen Stellung. So, dann haben sie jetzt wieder genug Power, um nicht beim nächsten Schuss erledigt zu werden. Und die hier müssen jetzt hier rüber gehen, ja, damit das Katapult hier nach vorne kann. Der Wagen geht hier vor, sehr gut. Die holen sich den Reis, ja, perfekt. Dann haben wir nämlich hier 4, ja, genau. Dann wachsen wir in 4 Runden. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Ja, und ihr könnt jetzt plündern für 58 Wissenschaft. Ich glaube, dann wechseln wir mal ganz kurz die Forschung. Die Frage ist, wo gehen wir rein, in welche Richtung? Hier, wie viel braucht denn das? 120, das hier braucht 120. Ja, dann gehen wir ganz kurz in die Eisenverarbeitung rein. Holen uns die Wissenschaft und gehen dann wieder raus. So. Genau, dann haben wir jetzt uns die Wissenschaft geschnappt, können jetzt wieder auf Segeln wechseln und können, wenn wir die Eisenmine bauen, haben wir im Prinzip dann diese andere Wissenschaft schon automatisch. Bauwesen wäre auch gar nicht schlecht gewesen, oder? Wir hätten Bauwesen uns holen sollen. Aber es geht noch nicht. Es geht noch nicht, weil uns irgendwas noch fehlt. Was fehlt uns denn? Ach ja, Reiterei fehlt uns. Naja, egal. Jetzt haben wir es schon so gemacht. Segeln und dann astronomische Navigation wäre auch sehr wichtig. Vor allem, weil wir auch mal die anderen kennenlernen sollten. So, wir könnten hier angreifen mit einer deutlichen Niederlage, weil hier ein Schwertkämpfer drin steckt. Die Frage ist, können wir unser Katapult schützen? Können wir mit dem darüber gehen? Nee, der wurde nämlich schon beschossen, ne? Genau das, was ich befürchtet hatte. Wir verschanzen uns hier mal. Ich hoffe, dass es reicht, um das Eisen sich zu holen. Tja, der Krieger könnte angreifen, aber der verschanzt sich jetzt einfach mal hier. Und hier ist der Händler. Der Händler für Jerusalem. Bringt auch noch einen Glauben. Sehr gut. Und 6 Gold. Und wie gesagt, bringt die Felder. Der geht so rum. Interessant. Dann bekommen wir den Zucker. Ja, das ist auch nicht schlecht. Dann bekommen wir den Zucker. Und wir bekommen zusätzliches Gold wegen der heiligen Stätte, wenn die fertig ist. Ich weiß nicht, also es schaut für mich so aus, als wäre die schon fertig. Oder heißt internationaler Handel nur mit KI-Gegnern? Ich glaube nicht, oder? Mit Stadtstaaten gilt doch auch. Wundert mich, dass wir dann nur 6 bekommen haben, genauso viel wie für Laventa. Und Laventa hat keine heilige Stätte. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ba, 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 ba. Handel, 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 Handel. Ich glaube, haben wir nicht so einen Handelsbildschirm irgendwo? 23 Einkommen. Handel mit Atataka, genau. Und wo haben wir den Handel mit? Hier, Handel mit Jerusalem bringt 6. Keine Ahnung, steht nicht genau da. Das sind unsere Einheiten, die uns kosten. Ja, da müssten wir vielleicht auch bald mal die Karte dann wechseln. Eigentlich wäre es jetzt angesagt, aber wir haben nichts mehr Billigeres zum Erkunden, ne? Wir könnten hier weggehen. Ja, das werden wir auch machen. Wenn wir kurz vor fertig sind, gehen wir hier weg, damit wir das Bauwesen noch mit reinnehmen können. Und dann gehen wir hier rüber. Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt.
So, er hat 134, weniger wie wir auf jeden Fall, aber unser Kyrios scheint noch nicht so aktiv zu sein. Was ist denn da los? Das ist ein Händler. Ah, er geht jetzt hier langsam nach oben, aber er greift Kabul an, kann das sein? Schaut so aus, als würde er Kabul angreifen, aber mit Kabul ist er doch gar nicht im Krieg. Oder er möchte Maskat angreifen. Persien hat auch Armani hier. Ja, die möchten natürlich Kabul gerne für sich haben. Kann ich verstehen, weil das direkt neben ihrem Gebiet ist. Aber wir waren halt nun mal die Ersten. So. Oh nein, was ist jetzt los? Eine derart verwundbare Einheit ungeschützt. Ja, da wurde wahrscheinlich unser Handwerker wieder weggenommen. Vorschlag ablehnen. Ja, der Handwerker wurde weggenommen und unser, das Mittelalter beginnt. Sehr schön. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land widerstrebt, aber das... So, jetzt einmal der Reihe nach. Also, Stadtstadt Kabul hat eine neue Quest, wir sollen einen Campus bauen. Machen wir gerade. Jerusalem möchte, dass wir einen Hafen bauen. Wollen wir auch bauen. Sehr gut. Der schwere Streitwagen wurde gefangen genommen. Ne, euer Handwerker wurde vom schweren Streitwagen gefangen genommen. Und die Okichitawa wurde besiegt und der Streitwagen wurde hier leider besiegt, bevor er das Eisen plündern konnte. Schade. Maskat hat Kabul den Krieg erklärt. Kabul hat Gilgamesch den Krieg erklärt. Gab es da Verschiebungen? Ja, wir sind nicht mehr suzerän von Kabul, sondern wahrscheinlich jetzt Persien. Ne? Kabul hat Gilgamesch Frieden geschlossen. Kabul hat Maskat Frieden geschlossen. Ja, was jetzt? Haben sie Frieden oder haben sie Krieg? Gucken wir mal ganz kurz. Keiner ist suzerän, doch Kyrios ist suzerän, also haben sie Krieg. Wir können einen Campus bauen, wir können hier einen Hafen bauen und hier immer noch den großen Admiral. Ja, ist die Frage, ob es sich vielleicht lohnt in Maskat 7. Nein, es lohnt sich auf gar keinen Fall, da haben wir ja 0. Jerusalem plus 2 im Schrein, das würde sich auch mal lohnen. Handwerker können Kolossalkopfmodernisierungen ausführen, die bringen Glauben und Tourismus. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich eher mit diesen Stadtstaaten hier abfinden, weil Kabul ist zu nah an Persien. Persien möchte unbedingt Kabul haben. So, erstmal wählen wir eine Widmung und Leute, wir haben ein goldenes Zeitalter. Jeder unserer Bürger kann jetzt 1,5 Loyalität ausüben. Das heißt, wir machen Druck hier auf Sumerien. Und, die Wirkung lässt dann nach, genauso, wenn wir weiter weg sind, das ist klar. Und das Gute ist, Gilgamesch hat sogar ein dunkles Zeitalter. Sehr gut. So, freie Forschung. Heurekas gewähren zusätzlich 10% der Technologiekosten. Der Goldnachbarschaftsbonus vom Handelszentrum und Hafenbezirk bringt auch Wissenschaft. Eingebung gewähren zusätzlich 10% Ausrichtungen. Alle Städte erhalten plus 1 Kultur pro Spezialbezirk. Oder Fortbewegung für alle Handwerker und ermöglicht den Kauf ziviler Einheiten mit Glauben. Der Erwerb von Handwerkern und Siedlern ist mit Glauben und Gold möglich, 30% günstiger. Oder plus 2 Fortbildungen für alle Missionare und die bekommen 2 Ladungen mehr und plus 4 große Prophetpunkte pro Runde. Ja, große Prophetpunkte brauchen wir nicht, haben wir schon. Ich wäre hierfür, plus 1 Kultur pro Bezirk. Wir haben im Moment einen Bezirk, das heißt, das wäre 1, aber wir bauen gerade schon einen Bezirk. Das wären 2. Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Es wäre auch nicht schlecht, mit Glauben Handwerker zu bauen. Wäre auch gut, aber ich bin eher dafür, dass wir mehr Kultur bekommen. Komm, wir holen uns jetzt die Kultur. Ja, das ist gut. Und dann sollten wir demnächst auch noch mehr Bezirke bauen, damit wir das gut ausnutzen können. So, was wollen wir erforschen? Wir möchten gerne einen Hafen. Aber wir möchten auch das Bauwesen haben. Also sollten wir die Reiterei jetzt erstmal schnappen. Genau. Modernisiert 2 Meeresressourcen haben wir ja auch noch nicht gemacht. Da haben wir eine hier. Und sonst hätten wir gar keine, glaube ich, im Moment in Reichweite. Ne? Ja, ist die Frage jetzt, wenn wir den Regierungsbezirk hier bauen, dann können wir nicht den Hafen bauen. Wir sollten zuerst den Hafen bauen. Das Problem ist, wenn wir den Hafen hier hinbauen, dann haben wir nicht die Meeresressource in der Nähe. 1, 2. Ja, wir bauen den Hafen, glaube ich, trotzdem dort. Weil die Meeresressource bringt nur 1 und die Nähe zum Stadtzentrum bringt 2. Das heißt, hier ist der Hafen besser aufgehoben eigentlich. Ja, das machen wir dann wahrscheinlich so. Gut, Einheit. Ja, jetzt können wir tatsächlich endlich
Larak beschießen. Und das bringt richtig viel. Das Katapult bringt richtig viel. Und hier kommt unser Bogenschütze. Super. Und jetzt können unsere Einheiten den umzingeln. Oh, hier ist der Schwertträger. Ist die Frage, ob wir hier rübergehen sollen oder ob wir lieber hier bleiben. Aber wenn wir hier rübergehen, können wir ihn umzingeln. Und das sollten wir auch machen, damit er sich nicht heilen kann. Ich gehe mal trotzdem hier rüber. Der Bogenschütze, ja, der sollte sich zurückziehen zum Heilen. Dafür kann der Bogenschütze hier rüberkommen und dort nochmal Schaden machen. Dann hat der, glaube ich, nicht mehr die Möglichkeit, genau weil die Befestigung auf Null ist, uns zu beschießen. Und hier kommt der Wagen. Der Wagen geht mal hier hin. Der geht mal dorthin, damit er vielleicht das Feuer auf sich zieht, damit der nicht beschossen wird. Damit er gegen den Speerkämpfer besser... Und wir sind schon im Belagerungsmodus. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, er wird sich nicht mehr heilen. Und er verliert sogar Loyalität, was auf lange Sicht gut ist, weil wenn wir diese Stadt erobern, dann wird sie uns auch nicht durch die Loyalität sofort wieder weggenommen. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Was haben wir hier noch? Die Regierung stellt keine Militär. Warum haben wir hier ein Ausrufezeichen? Können wir das hier ändern? Dürfen wir das ändern jetzt? Ach genau, weil ein neues Zeitalter begonnen hat, glaube ich, dürfen wir das ändern. Dann nehmen wir das hier raus. Was nehmen wir denn dafür? Wir müssen keine rote Karte nehmen und wir könnten Einheitenunterhalt nehmen. Wir könnten auch nehmen, Produktion für Wunder brauchen wir eigentlich gerade nicht. Produktion für Siedler brauchen wir noch nicht. Gesandte brauchen wir auch nicht. Große Wissenschaftler sind eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, wir wollen große Wissenschaftlerpunkte haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ja, so machen wir das mal. So, da... Ja, wir bauen im Moment eben eh gar keine militärischen Einheiten. Brauchen wir auch nicht. Wir haben 177 zu 130. Wir stehen gut da. Wissenschaft haben wir auch ein bisschen aufgeholt, aber nicht viel. Und Kultur, aber das machen wir jetzt. Wir werden jetzt gleich aufholen. Nach der Wassermühle werden wir hier wohl ein Monument bauen. Genau. So, aber erstmal Larak holen mit dem Campus und den Diamanten. Und den ganzen Zikorats, oder wie die heißen. Ja, Zikorats, genau. Die bleiben ja. Ja, das habe ich befürchtet. So, der Weltkongress wurde gegründet. Der Weltkongress hält jetzt eine Sitzung ab. Alle Weltführer müssen über die vorliegenden Vorschläge abstimmen. Sobald alle Stimmen eingegangen sind, werden die angenommenen Vorschläge bis zur nächsten Sondersitzung des Weltkongresses in Kraft bleiben. So, was haben wir denn hier? Militärberater wählt ein Ereignis für diese Resolution. Einheiten der gewählten Beförderungsklasse erhalten plus 5 Kampfstärke oder Einheiten der gewählten Beförderungsklasse verlieren 5 Kampfstärke. Und dann haben wir das Stadtentwicklungsabkommen, 100% Produktion für Gebäude in diesem Bezirk und in diesem Bezirk können keine Gebäude gebaut werden. Ich bin mal dafür, weil wir ja nicht so kämpferisch sind, hier die Lager zu nehmen. Können wir das? Ja genau, wir müssen hier Lager. Ich bin hier für Lager, dass die Lager nicht ausgebaut werden können, dann können nämlich die anderen keine Einheiten bauen. Wir könnten nochmal für 10 diplomatische Gunst das hier verstärken. Machen wir aber nicht, so wichtig ist es uns nicht. Und dann können wir hier sagen, wir können Einheiten verschlechtern. Haben wir denn Spezialeinheiten beim Gegner? Kavallerie, Nahkampf, schwere Kavallerie, Fernkampf, Aufklärung. Ja, das ist eigentlich alles schlecht für uns. Wir können hier höchstens mal sagen, die Belagerer sollen besser sein. Das bringt uns mehr, weil wir sind im Moment im Belagern und Sumerien ist weit entfernt davon, unsere Städte zu belagern. Machen wir mal so. Wird wahrscheinlich eh nicht so durchgehen, aber ist egal. So, wie schaut's aus? Also, hier wurde angenommen, und zwar die Nahkampfeinheiten werden stärker. Mit 6 Stimmen. Und hier wurde angenommen, das Stadtzentrum bekommt plus 100% Produktion. Das ist für uns sehr gut, weil wir bauen hier gerade eine Wassermühle, wir bauen hier gerade eine Wassermühle, das ist alles, und wir bauen hier gerade ein Monument, das ist alles Ausbau des Stadtzentrums, das ist für uns genial.